Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im März 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Zu Beginn des Monats stehen viele Planeten in wunderbarer Harmonie zu eurer Sonne. Später haben die Leute zunehmend Stress miteinander, während ihr, meine lieben Skorpiongeborenen, wahrscheinlich weiterhin mit euch im Reinen seid. Deswegen übt Nachsicht, wenn manche Leute am Rad drehen. Falls ihr ein persönliches Anliegen direkt mit mir besprechen wollt, könnt ihr natürlich gerne eine Beratung bei mir buchen. Dazu braucht ihr einfach nur auf meiner Homepage vorbeizuschauen. Die Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung gibt es nochmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher zu gewinnen. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Euren Erlebnishintergrund habe ich im Jahreshoroskop ausführlich gedeutet. Da findet ihr alle langfristigen Tendenzen, die wichtig für euch sind, und auch die Geburtstagskinder, die wichtige Aspekte direkt auf ihre Sonne empfangen. Ihr könnt das im Jahreshoroskop Teil 1 nochmal nachschauen und anschauen, das Video, oder in meinem Buch nachschlagen. Und diese Aspekte haben sich im März etwas weiter bewegt. Saturn verleiht den Geburtstagskindern vom 30. Oktober bis 2. November besondere Überzeugungskraft. Lilith wirkt jetzt sehr inspirierend für die Geburtstagskinder, die zwischen dem 4. und 9. November Geburtstag haben. Und Glücksplanet Jupiter steht für die Geburtstagskinder vom 14. bis 17. November direkt auf der Sonne. Jetzt schauen wir uns eure aktuellen Konstellationen im März an. Die Sonne, die Venus und der Merkur stehen in den Fischen zusammen mit Neptun und Chiron und bilden sehr schöne, inspirierende und liebevolle Aspekte für euch hier aus dem 5. Haus der Lebensfreude. Genießt die erste Märzwoche und nehmt euch möglichst viel Zeit für die Liebe, denn danach ändert sich die Energie und es wird etwas komplizierter. Gleich der 1. und 2. März sind zwei Top-Tage für euch. Der Vollmond am 2. März steht super günstig zu eurer Sonne und weil es ein Freitag ist, bietet sich ein schönes Vollmondritual an für alle Skorpione, die Spaß an sowas haben. Ihr könnt eure Freundschaften pflegen, kuschelige Zeiten zu zweit erleben oder in einen schönen kreativen Fluss kommen. Am 6. März geht der Merkur ins Zeichen Widder und am 7. März folgt dann die Venus. Und die beiden gehen dann aus dem schönen Aspekt direkt zur Skorpionsonne heraus und in euer 6. Haus der Arbeit und Gesundheit. Ab dem 11. März beginnt diese Phase, wo viele schwierige Aspekte am Himmel stehen, besonders mit der Venus, was für Liebesverwicklungen und verletzte Gefühle sorgen kann. Ihr seid jetzt davon nicht so direkt betroffen, ihr werdet weiterhin von Jupiter günstig bestrahlt. Und ihr habt auch hier die Schwergewichte Saturn, Lilith und Pluto im guten Aspekt zu eurer Sonne. Was euch aber passieren kann, ist, dass es zu Missverständnissen und Reibereien am Arbeitsplatz kommt und dass die Kollegen mit eurer Vorgehensweise und euren Ideen nicht einverstanden sind. Ich habe ja schon öfter gesagt, Saturn und Pluto und Lilith im 3. Haus, das kann bedeuten, dass ihr sehr entschieden und dominant in der Kommunikation auftretet und euch sehr sicher seid, dass ihr Recht habt. Das stimmt wahrscheinlich auch. Aber im März sind die Leute sehr empfindlich und können das oft nicht so gut vertragen. Deswegen gilt für euch auch der schöne Spruch, willst du Recht haben oder willst du glücklich sein? Manchmal ist es ganz gut, wenn ihr mit eurer Meinung hinterm Berg haltet und euch vorher überlegt, ob es wirklich nötig ist, über bestimmte Themen eine Diskussion anzufangen oder ob man es nicht einfach erstmal weglassen kann. Am Ende nämlich, und zwar spätestens ab Mitte April und im Mai, werden die anderen einsehen, dass ihr die ganze Zeit recht hattet und sich euch wieder zuwenden. Bis dahin lohnt es sich kaum zu streiten. Am 17. März haben wir einen interessanten Neumond im Zeichen Fische, für euch sehr schön in Harmonie zu eurer Sonne und im 5. Haus der Lebensfreude und Kreativität. Ihr könnt euch in der Meditation auf die Dinge konzentrieren, die für eure Lebensfreude wichtig sind. Liebe und Sex, ein Kreativprojekt, ein sportliches Projekt oder ein persönliches Herzensprojekt. Alternativ könnt ihr euch auch an einem großen Heilkreis beteiligen und gute Energien zur Heilung der Welt mit aufbauen. Das könnte euch gefallen. Ist jedenfalls ein Top-Tag für euch, dieser Neumond. Am gleichen Tag wird auch der Mars das Zeichen wechseln, später am Abend dann. Er geht dann in den Steinbock und damit in einen günstigen Aspekt für die Skorpionsonne. Trotzdem Vorsicht!
Er verstärkt diese Neigung durch ein zu heftiges Auftreten und eine zu dominante Kommunikation, Konflikte mit anderen Menschen heraufzubeschwören. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass Marskräfte im Bereich der Kommunikation zu einer verschärften Ausdrucksweise und einer sehr kämpferischen Denkweise führen. Ihr könnt das sehr gut kanalisieren, wenn ihr schreibend tätig seid, zum Beispiel in eurem Blog oder in einem Artikel oder einem Buch. Aber in der Auseinandersetzung mit Menschen solltet ihr vorsichtig sein. Die sind, wie gesagt, sehr empfindlich und schnell in ihren Gefühlen verletzt. Am 20. März um 17.15 Uhr ist dieses Jahr Frühlingsanfang, wenn die Sonne ins Zeichen Widder geht. Sie wird sich dann zu den übrigen Planeten bei euch im 6. Sonnenhaus gesellen und dort wird dann auch noch der Merkur rückläufig, und zwar am 23. März und bis zum 15. April. Das kann zu Störungen in den beruflichen Abläufen führen, zu Missverständnissen und Planänderungen, die im Job ziemlich nerven können. Trotzdem rate ich euch weiterhin, den Ball flach zu halten, selbst wenn ihr genau seht, was vor sich geht. Wartet einfach ab. Im April und Mai sehen es die anderen auch und bis dahin braucht ihr euch wirklich nicht mit ihnen herumzuärgern. Ein bisschen aufpassen müsst ihr rund um den 28. März herum. Da könntet ihr eine Entscheidung in der Liebe oder auch im Job treffen, die ihr hinterher bereuen würdet. Nicht, dass ihr plötzlich kündigen wollt. Zum Glück geht's ja dann schon auf Ostern zu und ihr könnt eventuellen Fettnäpfchen im Job weiträumig aus dem Weg gehen. Am Ostersamstag, den 31. März, haben wir dann einen zweiten Vollmond im März. Und da könnte euch eine Situation im Job nochmal beschäftigen, auch wenn ihr dann frei habt. Diese Konstellation aktiviert bei euch aber auch die Heilerachse und Gesundheitsthemen und spirituelle Themen damit. Und ihr könntet Freude daran haben, den spirituellen Gehalt der Ostertage wahrzunehmen und zu würdigen. Das waren eure Konstellationen im März. Wenn ihr euch für eine persönliche Beratung bei mir interessiert, da können wir uns zum Beispiel auch eure finanziellen und gesundheitlichen Tendenzen anschauen, dann schaut doch einfach auf meiner Homepage vorbei. Da könnt ihr eure Wunschberatung aussuchen und direkt buchen. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 9. März um 17 Uhr. Da könnt ihr mir eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Danach gibt es wieder einen Termin am 6. April um 17 Uhr. Der Workshop Saturn-Probleme heilen ist super gelaufen. Wenn ihr das Webinar verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass ich im nächsten Monat wieder eins meiner Sternzeichen-Kolliers verlosen werde. Wenn ihr eins bestellen wollt, dann findet ihr den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung und da schreibe ich euch auch nochmal alle anderen Links zu meinen Produkten und Angeboten rein. Ja, und in der Verlosung könnt ihr diesmal nochmal eins meiner Jahreshoroskop-Bücher gewinnen. Das Jahr ist ja noch frisch, das lohnt sich also noch. Und da drin findet ihr dann euren Erlebnishintergrund zum Nachschlagen und alle wichtigen Daten und Zahlen des Jahres. Natürlich könnt ihr das Buch auch bestellen, als gedrucktes Buch oder E-Book. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. In Teil 1 eures Jahreshoroskops findet ihr euren Erlebnishintergrund, der jetzt auch im März gilt. Und wichtige Informationen zu den Konstellationen gibt's auch in meinen Video-Specials. Schaut doch noch mal rein. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.